Gaming VS Let's Play Let's Go, heute mit Real Racing 3, einem wirklich sehr, sehr gut gemachten Spiel. Ist kostenlos im App Store erhältlich und ihr braucht 600 MB freien Speicherplatz, Freunde. Und eins vorab weg, also bei meiner Aufnahmesoftware ist es gerade nicht möglich, irgendwie Musik noch nebenher aufzunehmen. Das ist aber nur bei ganz bestimmten Apps. Töne und alles hört man, also nicht erschrecken. Wir werden das gleich alles anzocken und dann wird man natürlich mit Ton und allem drum und dran das Spiel erleben können. So, links oben kann man Autos kaufen. Hier sind wir bei der Herstellerauswahl. Wir gehen direkt mal auf Audi drauf. Und hier kann man schon die volle Grafikpracht in der vollen Leistung erleben. Wir gehen mal hier weiter, ziehen uns mal den R8 V10 Coupé rein. Ja klar, hier haben wir jetzt dann eben die ganzen Daten, 3,9 Sekunden, bla bla bla, Bremsen in 30 Metern, 315 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und hier sehen wir, dass es irgendwie 187.300 Racing-Dollar kostet. Jetzt kommen wir auch auf den Punkt zurück, warum das Spiel kostenlos ist. Wenn wir hier rechts oben, können wir hier auf den Store klicken und da können wir uns natürlich hier so Racing Dollars und irgendwelche Goldmünzen und Packs dazu erwerben. Aber es ist natürlich auch möglich, das Spiel komplett ohne irgendwie in die Tasche greifen zu müssen zu spielen. Dauert halt alles nur ein bisschen länger. Ich habe mir den Nissan Silvia besorgt. Am Anfang wird gefragt, welches Auto möchtest du haben? Ich habe mich für den entschieden. Und hier kann man das dann auch upgraden. Hier links kann man das lesen oder Reparaturen und umlackieren. Und hier eben hat man die Auswahl der verschiedenen Events. Wir starten mal mit dem hier, dass wir eins nach dem anderen mal fertig machen. Hier habe ich angefangen. Also da gab es einen Cup, habe ich Gold geholt beim Speed Snap. Das ist einfach so schnell wie möglich eine Runde fahren, so einen bestimmten Circuit, habe ich nur Silber ergattern können. Dann gibt es noch Head-to-Head, das habe ich jetzt noch gar nicht angezockt. Beim anderen Cup habe ich mir auch wieder Gold geholt, Elimination, Drag Race. Drag Race kennt man wahrscheinlich von Need for Speed. Aber ziehen wir uns nochmal hier so einen Cup rein, das ist eigentlich ganz interessant. Ja, das ist das Auto, für welches ich mich entschieden habe. Und lassen wir mal starten hier. Also grafisch ist das Ganze echt der Hammer, auf einem mobilen Gerät so eine Grafikqualität zu erreichen. Aber zieht es euch selber rein. Man kann auch verschiedene Einstellungen vornehmen in Bezug der Steuerung. Bei mir ist das so, dass ich mit dem Gyrosensor arbeite, also zocke. Und manuell Bremse. Alles andere läuft vollautomatisch, also Gas geben zum Beispiel. Ja, ich habe hier noch ein paar Hilfen ein. Also das heißt, wenn man hier in eine Kurve reingebrettert kommt, wird leicht mit der Motorbremse ein bisschen abgebremst. Aber wenn man hier richtig bremsen möchte, dann sollte man das auch manuell tun und einfach irgendwo in den Bildschirm reindrücken. Was wir ja natürlich jetzt nicht wollen. Was wir aber hier ändern können, ist rechts oben die Kamera. Da gibt es dann verschiedene Ansichten. Die Cockpit-Ansicht ist eigentlich echt ganz cool gemacht. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier auf den ersten Platz kommen. Mal du Arschloch, du. Ja. Ich glaube, ich zocke jetzt hier gerade auch noch mit anderen Leuten, also die sich hier in das Spiel eingeklinkt haben. Das ist eigentlich ganz cool. Aber trotzdem mache ich dich fertig. Ich mache dich platt, Digga. Aber ich hätte schon Bock auf den ersten Platz natürlich und den werde ich mir hier auch holen. Das ist eins, was klar ist, weil dieser Depp hier viel zu weit außen fährt und die Kurve natürlich nicht ganz so stark ist. Dann braucht man auch nicht so ausholen. Und das ist jetzt der Grund, warum ich ihn auch hier fertig gemacht habe. Ja, das ist halt hier Core Gaming VS. Das ist halt Pro Gaming auf höchstem Level, würde ich jetzt mal sagen. Spaß. Rennen vorbei, Gold geholt, Killer. Das Spiel macht einfach Spaß, das Gefühl der Geschwindigkeit kommt gut auf, die Grafik ist cool, man kann Kameraansichten wechseln, jedes Auto sieht innen natürlich genauso aus, wie es aussehen sollte.
Man kann hier schön leveln, man kann seine Freunde herausfordern und kann sich verschiedene Belohnungen abholen. Macht wirklich richtig, 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 richtig Spaß auf jeden Fall. Muss man hier wirklich sagen. Und was haltet ihr von dem Spiel? Findet ihr es gut? Wollt ihr mich mal adden, damit wir mal gegeneinander ein bisschen zocken können? Habt ihr irgendwelche Spielwünsche? Einfach alles ja, in die Kommentare setzen. Ich habe auch einen Wunsch, und zwar abonnieren und erstmal hier kommentieren. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Core Gaming VS, Let's Play, Let's Go. Heide, ciao.